Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Versuch der Adept Challenge mit Steve. So langsam. Nächst. Sind wir ja einmal durch. Also 2, 3, 4, 5, 6 Survivor sind es schon noch, aber wir sind dann fast mit allen einmal durch den Versuch der Adept Challenge gegangen. Deswegen ist jetzt halt Steve dran, weil viel Auswahl ist nicht mehr. Und wenn wir mit allen Survivern durch sind, geht es nochmal von vorne los. Mit all denen, mit denen wir die Challenge halt nicht geschafft haben. Das ist eigentlich logisch, warum erkläre ich euch das? Und wir spielen gegen einen Oni. Ich muss sagen, Runden gegen Oni gehen selten gut aus. Aber wir drücken mal die Daumen, dass wir mit Steve hier rauskommen. Wir haben nämlich nicht wirklich... Die Talente von ihm sind nicht schlecht, aber sie helfen uns auch nicht so sehr. Wir haben da nämlich... Babysitter. Wenn ich einen Maid vom Haken rette, hinterlässt er für ein paar Sekunden weder Kratz noch Blutspuren. Allerdings sieht mich der Killer. Ich sehe ihn auch, aber er sieht mich halt auch für ein paar Sekunden. Dann haben wir Aufschwung. Ja, sobald ich einen Maid um einen Gesundheitsstatus geheilt habe, wird das Talent aktiv. Und wenn ich dann von dem Haken gerettet werde, bin ich kurz gebrochen. Allerdings heilt mich dieses Talent dann hoch. Ah, der Tüftler, der Gute. Eigentlich hat er keinen Tüftler, oder? Er hatte doch Sound. Naja. Oder das dritte Talent von ihm ist dann Kameradschaft. Wenn ich am Killer... Wenn ich am Haken kämpfe und es befindet sich ein Maid in einem gewissen Radius, stoppt der Timer. Also ich kann dann halt länger kämpfen. Nicht gut... Heal me! Cheryl! Hallo! Hallo! Danke! Ja, so. Das sind die drei Talente von Steve. Die sind nicht komplett Bullshit, aber... ich müsste halt auch mal wen heilen, damit Aufschwung aktiv wird. Sind zwei Generatoren an? Okay. Irgendwie habe ich das nicht mitbekommen. Oder habe ich das mitbekommen und schon wieder vergessen? Nicht wieder zu mir. Schon da. So. Warum? Ich glaube nicht, dass der campt. Ja, der ist auch nicht gecampt. Nee. So. Jo, Tüftler. Habt ihr es gehört? Sein Sound war direkt weg. Plötzlich.
Also irgendwo geht gleich die Jen an, bestenfalls. Wir haben keine Obsession. Das heißt, niemand hat einen Decisive Strike. Er kann rein theoretisch tunneln, wie er möchte. Was er auch tut. Ich glaube, sie hing doch gerade. Cheryl lief hier rum. Jetzt triggert Babysitter. Ich sehe den Killer. Hat sie Adrenalin? Will sie deswegen hier durchziehen? Ob ich retten kann. Weil er geht jetzt mit Tüffler darüber. Ja. Wie doof bin ich eigentlich? Ja, cool, Kate. Aber er tunnelt nicht. Ist schon nett. Also. Ich kann mich nur nicht hochheilen. Ich verliere einfach Blut die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, wo man jetzt die Ausgänge. Nicht aufgepasst. Schade. Okay, ich verliere gerade kein Blut, weil er ist in Wut. Das ist ein Ausgang wahrscheinlich, oder? War sie am Ausgang? Da ist ein Ausgang. Weiß nicht, wo der ist. So, gehen wir jetzt einfach raus. Was machen wir, Leute? Legen wir Wert auf unsere Death Challenge? Ja, ich höre euch doch schreien. I'm sorry. Ich will einfach diese Death Challenge fertig haben. Ja, ich weiß, es war gerade echt Anti-Mate, aber ich wäre tot gewesen. Und ich war verletzt und ich konnte mich nicht hochheilen. Also alles cool. So, ich mache mir kein schlechtes Gewissen. Adapt Challenge geschafft. Irgendwie, es läuft aktuell. Ich will es eigentlich nicht so laut sagen, aber es läuft aktuell. Aber wisst ihr, wer am Donnerstag dran ist mit der Adapt Challenge? Ashley. Ha! Ich hoffe, ihr freut euch. Das wird spaßig. Für heute sage ich aber tschüss. Es war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin mit 13.000 Punkten rausgekommen. Es ist echt peinlich. Aber es gibt auch andere Runden, wo ich halt einfach mal ein bisschen mehr mache. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns gerne am Donnerstag. Für heute sage ich tschüss. Bis dann.